Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr wieder bei meinem neuesten Video mit dabei seid. Der Frühling naht und wie ihr seht, auch bei mir ist mittlerweile das Winterfell abgekommen. Ich war heute nämlich beim Friseur und habe gedacht, für den Frühling muss die Matte endlich mal ab. Aber da ich schon so richtig im Frühlingsfieber bin und diesen blöden, tristen Winter echt nicht mehr sehen kann, möchte ich euch heute ein paar Bücher vorstellen, die ich jetzt im Frühling lesen möchte. Und irgendwie sind sie alle so weiß, rosa, pink. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwas zu sagen hat, ob das jetzt leichtere Bücher sind, aber ich habe die Bücher gesehen und ich habe bei jedem gedacht, das passt in den Frühling und genau das möchte ich mit euch teilen. Fangen wir auch gleich mit dem ersten an. Das wäre Kiss Online von Chiara London. Es ist im Ravensburger Verlag erschienen, kostet 9,99 € und ich habe es mir, glaube ich, bei Rebuy gekauft. Ich glaube, es war Rebuy. Auf jeden Fall geht es um Juniper, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, ob das überhaupt ein Name ist, Jasper und Lenny. Und die drei haben zusammen einen Online-Blog, einen Videoblog und irgendwann werden sie von den Fans aufgefordert, dass Jasper und Juniper sich küssen sollen. Und plötzlich stellt sie sich die Frage, war das jetzt nur ein Kuss oder sind das wirklich Schmetterlinge in meinem Bauch? Ich habe das Cover auch wunderschön gefunden. Ich muss gucken, dass die Softbox nicht reflektiert. Ich finde, das Cover ist wunderschön geworden. Es ist einfach rosa und weiß. Ich weiß nicht, warum die ganzen Bücher rosa, weiß, pink sind. Aber es hat mir super gut gefallen. Ich habe mir auch ein paar Rezensionen durchgelesen. Es war, glaube ich, durchschnittlich mit 3 bis 4 Sternen bewertet. Ich möchte es nicht lügen. Aber das wird definitiv auf meine Frühlingswunschliste bzw. Frühlingsreadliste wandern. Im nächsten Buch habe ich mich so ein kleines bisschen mit der Protagonistin irgendwie verbunden gefühlt. Es geht nämlich um die Schokoladerie der Träume und wer mich kennt, weiß, dass ich bekennender Schokoholiker bin. Und geschrieben hat das Ganze Manuela Inusa. In dem Buch geht es um Kira, die eine Schokoladerie hat, wie der Name schon sagt. Auf jeden Fall liebt sie Schokolade. Sie liebt es, ihre Kunden mit Schokofrüchten und Schokolade aller Art zu verwöhnen. Und mit ihrem Freund Jordan läuft es in letzter Zeit nicht ganz so gut. Außerdem mäkelt er immer an ihrer Figur rum. Sie hat halt 1-2 Kilo zu viel. Sie stört es nicht, aber ihren Freund scheinbar schon. Was für mich sowieso schon so ein rotes Tuch ist. Entweder nimmt man jemanden so, wie er ist, oder man lässt's. Und wenn jemand gern Schokolade isst, dann hat er halt 1-2 Kilo zu viel und dann muss man das halt auch einfach so akzeptieren. So viel mal zu meiner Meinung. Auf jeden Fall kommt dann ein junger, attraktiver Kunde in den Laden. Der Kunde kommt dann immer öfter in den Laden und Kira fragt sich, ob er nur wegen der Schokolade kommt oder wegen ihr. Wie das Ganze ausgeht, werde ich irgendwann im Laufe des Frühjahrs erfahren. Das nächste Buch suppt ungefähr schon so ein halbes Jahr bei mir rum. Schande auf mein Haupt. Aber ich kam leider immer noch nicht dazu, es zu lesen, obwohl ich jetzt schon so oft gehört habe, dass die Leute davon begeistert sind. Ich spreche von Begin Again bzw. der Again-Reihe von Mona Kasten. Bisher habe ich nur das erste Buch hier. Ich würde mir natürlich für mein Regal gern noch das zweite und das dritte holen, aber ich habe schon so oft den Fehler gemacht, dass ich mir direkt die ganze Reihe gekauft habe. Dann fand ich das erste Buch schlecht und hatte keine Lust mehr, die anderen beiden zu lesen. Diesmal habe ich den Fehler nicht gemacht, habe mir nämlich direkt nur mal das erste Buch gekauft. In dem Buch geht es um Ellie Harper. Sie möchte gerne für ihr Studium nach Wurzel ziehen und landet in einer WG mit einem absoluten Bad Boy. Habe ich dem Klappentext entnommen. Auf jeden Fall herrscht in der WG der absolute Grundsatz, man fängt nichts mit dem WG-Partner an. Aber wie das Ganze dann so spielt, lernen die beiden sich besser kennen. Sie schaut ein bisschen hinter seine Maske, merkt, dass er doch nicht so der Arsch ist, wie er immer raushängen lässt und so weiter und so weiter. Und plötzlich sind da irgendwelche Gefühle, wo sie nicht hingehören und die beiden müssen halt entscheiden, wie das Ganze weitergeht. Also es ist wahrscheinlich so ein typischer Young Adult, New Adult Roman. Ich bin ja immer begeistert von Liebesgeschichten, wenn sie auch gut geschrieben sind. Da ich letzten Monat ja Save Me schon gelesen habe und den Schreibstil echt gut fand, ich kannte Monas Bücher ja vorher gar nicht,
denke ich mal, dass mir das vom Schreibstil auf jeden Fall gefallen wird. Die Geschichte müssen wir dann sehen, wenn ich das Buch gelesen habe. Irgendwie fällt mir auch gerade auf, dass bisher alles Liebesgeschichten waren. Irgendwie zieht der Frühling mich so in Richtung Frühlingsgefühle. Ich möchte nicht so viel über Fantasy lesen, sondern irgendwie über einen Jungen und ein Mädchen, die sich verlieben. Aber das nächste Buch ist kein wirklicher Liebesroman und er ist trotzdem in meine Favoritenliste für den Frühling gerutscht. Und zwar spreche ich von Marley und ich. Ich habe das Buch, ungelogen, ich schäme mich, bestimmt vor über einem Jahr gekauft. Wie ihr wisst, bin ich ja im Tierschutz und das Tierheim, das ich in Spanien mitversorge, mitbetreue, dort auch ab und an in Spanien vor Ort mithelfe, hat eine Auktion veranstaltet zugunsten irgendeines Hundes, der operiert werden musste. Ich kann gar nicht mehr sagen, was es genau es war. Die machen öfters so Auktionen, wo dann jeder was einstellen kann und ab einem gewissen Tag kann dann jeder bieten und der Erlös, der geht dann einfach an dieses Projekt, das gerade stattfindet. Hab mir das Buch dann ersteigert, natürlich für vermutlich mehr, als es gekostet hat oder als man es noch verkauft hätten können, aber es war ja für einen guten Zweck und ich schaue die ganzen Tierschutzauktionen auch immer durch, ob es irgendwo interessante Bücher gibt, beziehungsweise stelle ich auch selbst öfters dann dort Bücher ein, um sie für den guten Zweck zu verkaufen, bevor ich sie einfach bei Rebay für 10 Cent verschenke. Und zu dem Buch muss ich wahrscheinlich nicht allzu viel sagen. Marley und ich, unser Leben mit dem frechsten Hund der Welt. Was in der Geschichte passiert, haben Jennifer Aniston und Co. ja schon deutlich gemacht. Es geht auf jeden Fall um den Hund Marley, der bei, ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißen, lalalala. Gut, dass da ein Name draufsteht. Auf jeden Fall zieht er bei einem Pärchen ein, das im Film von Jennifer Aniston gespielt wird und stellt deren Leben komplett auf den Kopf. Und ich weiß nicht, im Frühling finde ich es eigentlich ganz schön, auch mal was Lustiges zu lesen und nicht wie die anderen Bücher jetzt nur so Liebesschnulzen und Liebesstories, sondern auch einfach mal was, was komplett aus dem Rahmen fällt zu dem, was ich sonst lese und einfach lustig ist. Das nächste Buch kann ich euch leider nicht zeigen, weil zu dem Zeitpunkt, als ich dieses Video gedreht habe, hatte ich das Buch zwar bestellt, aber es ist noch nicht angekommen. Ich spreche vom Reich der Sieben Höfe. Ich habe jetzt schon so oft davon gehört und habe auch schon so viel Gutes davon gehört. Und es kam ja gerade Band 3 raus und jeder bei BookTube, den ich so abonniert habe, hat irgendwann mal dieses Buch, glaube ich, in seiner Story oder in seinem Account gepostet. Ich habe heute echt Wortfindungsschwierigkeiten. Auf jeden Fall habe ich mir schon zig Rezensionen angeguckt und habe mir schon den Klappentext durchgelesen und habe mir Berichte angeschaut und so weiter. Ich denke, das Buch wird mir sehr, sehr gut gefallen. Es passt optisch ja jetzt schon wieder in mein Frühlingsschema rein. Ich weiß nicht, was ich damit habe. Auf jeden Fall wird dieses Buch definitiv im April begonnen. Da kann kommen, was will, da kann draußen die Welt untergehen. Ich möchte endlich wissen, warum da jeder so einen Hype drum macht und warum jeder dieses Buch so abgrundtief vergöttert. Ihr dürft mir auch gerne mal schreiben, ob ihr das Buch gelesen habt. Ich gehe mal stark davon aus. Und warum es sich definitiv lohnen würde, das als allernächstes auf die April-Readliste zu schreiben. Würde mich wirklich mal interessieren. So, das waren meine 6 Bücher für den Frühling, die ich auf jeden Fall jetzt zu Frühlingsbeginn lesen möchte. In meinem Lesemonat werdet ihr ja dann später sehen, ob ich es wirklich geschafft habe, die alle zu lesen oder ob ich jetzt nur doofes Zeug geredet habe und gesagt habe, ich lese sie, aber habe es dann doch nicht gemacht. Ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt einen wunderschönen Sonntag. Wenn ihr das Video seht, bin ich vermutlich gerade auf der Heimreise von Bonn. Ich bin nämlich seit Donnerstag in Bonn gewesen. Da ist nämlich MagicCon. Da wird auch definitiv im Laufe der nächsten 1-2 Wochen ein Vlog hochgeladen werden von mir. Wer MagicCon nicht kennt, ich verlinke es euch auch gerne nochmal unten in der Infobox. Auf jeden Fall werde ich von Donnerstag bis heute Sonntag dort sein, beziehungsweise am Sonntag ist Abreisetag und ich fahre mit meiner Schwester zurück nach Stuttgart. Morgen am Montag, den 26. hat nämlich mein Schwager Geburtstag, der jetzt die ganze Zeit auf meine Lani aufgepasst hat und da feiern wir noch ein bisschen, bevor ich dann wieder zurück ins schöne Saarland fahre.
Das ist auf jeden Fall jetzt mal so der Plan, Stand heute. Ob wir das Ganze so hinbekommen haben, werdet ihr wahrscheinlich im MagicCon 2018 Vlog sehen. Ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt noch einen wunderschönen Abend. Macht's gut und ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Tschüss!